Jag heter Farina. Jag komme von Tyskland. Skolstreik für Klimatet? Hä? Spinnt die jetzt wieder völlig hier? Nein, aber ich bin ganz oft in Hannover und beim letzten Mal hat mir jemand beim Bahnhof ein Flugblatt in die Hand gedrückt. Da stand drauf Fridays for Futures. Da dachte ich, hä? Was soll das denn überhaupt irgendwie sein? Und hab mir das mal ein bisschen näher angeschaut. Habt ihr schon mal was von Greta Thunberg gehört? Die ist 16 Jahre alt. Und als letzten Sommer diese Dürre- und Hitzewelle nicht nur bei uns in Deutschland und überall war, sondern auch bei ihr in Schweden, hat sie beschlossen, man muss auch was gegen diesen Klimawandel tun. Das kann nicht sein. Unsere Generation muss was tun. Und damit sie nicht einfach nur leere Worte irgendwie hat, hat sie beschlossen, sie geht vor das Rathaus. Jeden Freitag. Sie schwänzt dafür auch die Schule. Und dann ist sie mit ihrem Plakat vors Rathaus gegangen und hat gegen die Klimapolitik demonstriert. Naja, und Greta war ein Vorbild dadurch für ganz, ganz viele. Und das ist jetzt eine richtige Bewegung geworden. Die Hashtag Friday for Future Bewegung. In Deutschland sind viele Schülerinnen und Schüler mittlerweile auch auf den Straßen. Doch was heißt das? Was bedeutet das für euch? Wart ihr etwa auch schon auf der Straße? Das will ich heute mal in dem Video erklären. Greta Thunberg war vorher schon total aktiv unterwegs im Bereich Naturschutz, Umweltschutz und was man machen kann zur Bewahrung auch der Schöpfung. Sie ist nicht nur vegan, sie ist auch immer unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sie will nicht fliegen, sie ist meist mit E-Mobil unterwegs oder auch mit der Bahn. Mittlerweile ist sie sozusagen eine kleine Naturikone geworden, Natur- und Umweltschutzikone, weil immer mehr sich ihr angeschlossen haben. Sie ist auch eingeladen worden zum Weltwirtschaftsforum nach Davos Anfang dieses Jahres und konnte dort vor den ganzen Politikern und Ministern sprechen und nochmal ihre Sicht auf die Welt und ihre Sicht auf die Bewahrung der Schöpfung. Und wenn wir jetzt nichts tun gegen den Klimawandel, dann haben wir bald nicht mehr diese wunderschöne Erde. Da ist sie auch extra von Schweden nach Davos, das liegt in der Schweiz, mit dem Zug angereist, weil ihr das wichtig war, da nicht wie Trump mit seinem Privatjet anzureisen, mit seiner Air Force One, sondern ein bewusstes Zeichen zu setzen. Sie konnte auch schon vor dem UN-Klimagipfel aussagen. Auch in Oldenburg und in anderen Städten haben sich immer mehr Schülerinnen und Schüler angeschlossen und gehen freitags auf die Straße. Sie schwänzen sozusagen ihren Unterricht und beschließen, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Sie wollen aktiv werden. Sie wollen sagen, hey, so wie das jetzt weitergeht, liebe Regierung, und so wie ihr die Klimawende voranschreiten wollt, das reicht uns nicht. Der Kohleausstieg wird immer weiter nach hinten geschoben. Es dauert immer länger. Erinnert ihr euch noch an das Pariser Klimaabkommen? Das war 2015. Groß in den Medien. Wir haben was geschafft. Ein Durchbruch. Viele Staats- und Regierungschefs haben es unterschrieben. Deutschland war ganz stolz. Unsere Umweltministerin damals war ganz stolz. Auch USA, damals noch regiert von Barack Obama, hat unterschrieben. Mittlerweile sind die USA ausgestiegen. Trump hat beschlossen, er ist nicht mehr dabei. Aber dieses Pariser Klimaabkommen, das Absenken der weltweiten Erderwärmung um 2 Grad, diesem Abkommen sind wir sehr, sehr weit entfernt. Und auch in Deutschland sind wir noch sehr hinterher. Wir haben immer noch viele Kohlekraftwerke am Start. Wir sind immer noch nicht weiter, was unsere E-Mobilität angeht. Und auch deshalb gehen freitags immer mehr Schülerinnen und Schüler auch hier in unserer Umgebung auf die Straße. Bist du schon mal auf die Straße gegangen? Interessiert dich der Klimaschutz? Was machst du eigentlich in deinem Alltag? Das sind Fragen, schreib sie doch in die Kommentare. Interessiert dich das? Fridays for Future? Würdest du dafür auf die Straße gehen? Was hältst du von der Kritik, die manche Schulleiter sagen, ist es nicht besser, nach der Schule auf die Straße zu gehen, weil dann ist es noch ein deutlicheres Zeichen, dass mich das interessiert und ich nicht einfach nur die Schule schwänzen will? Oder findest du es wichtig, dass es gerade dann auch zur Schulzeiten ist? Waren deine Eltern, Großeltern vielleicht 68er-Bewegungen, haben die Uni geschmissen und sind auch auf die Straße gegangen? Wie stehst du zu solchen Demos? Fridays for Future, eine interessante Bewegung. Klimaschutz, der uns alle etwas angeht. Jeden Tag, jede Stunde können wir etwas tun, damit die Erderwärmung nicht noch weiter steigt und dass auch unsere nachfolgenden Generationen noch etwas von dieser wundervollen Erde haben.